mit diesen epischen Worten willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3. Die Leute hier quatschen mir zu viele, schon wieder zu viel. Wir sind in Novigrad, ja, weg von Skellige, aber nicht für lang. Ja, wir haben noch einiges zu tun, bevor wir uns nach Krähenfels aufmachen, um dann nach Kaer Morhen hinzureiten. Ja, wir haben noch haufenweise Nebenquests zu tun. Aus seinem fernen Land finde heraus, was aus dem zweiten Schiff geworden ist, haben wir noch zu tun. Wir müssen noch den meisterlichen Rüstungsschmied finden. Das ist auf, nein, warte, wir haben den meisterlichen Rüstungsschmied schon gefunden. Aber wir müssen die Werkzeuge holen. So. Frage Udalric, wo Ceres ist, müssen wir noch machen. Also wir haben noch hoffenweise Quests auf Skellige. Und wir haben noch ein paar Nebenhexeaufträge in Wielen, die müsste ich aber eigentlich auch später machen. Ich habe nämlich, wie gesagt, eigentlich keine Lust, hier jetzt drei Aufträge zu machen. Hier, mysteriöse Spuren, das Rätsel der Mode von Kleinweg und Phantom der Handelsroute, nur um dann wieder irgendwas anderes zu machen. Um dann wieder irgendwann später, wenn wir dann Level 25, 26 oder 30 sind hier. Warum ist das Stufe 33? Das ist eine Quest, die bekommt man am Anfang im Spiel und die ist direkt 33. Ha. Verstehe ich nicht. Haben wir eigentlich noch eine Schatzsuche? Hier irgendwo. Stufe 33. Katzenschulenausrüstung. Stufe 21. Wolfsschulenausrüstung. Verbesserung. Stufe 20. Bärenschulenausrüstung. Ah, das ist ja die Armbrust, genau. Lass mich mal ganz kurz gucken. Das wäre in Wählen und im Süden. Alles klar. Das ist die Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung. Dadurch, dass wir nicht mal die normale Wolfsschulenausrüstung haben, bringt uns das gar nichts. Außer, dass wir dann nicht mehr die Verbesserung suchen müssen, wenn wir die normale Wolfsschulenausrüstung. Ach, guck mal eine an. Die Schemas zur Verbesserung der Katzenschulenausrüstung sind direkt in Novigrad. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes machen, aber wenn das direkt hier ist. Dann machen wir kurz eine Schnellreise. Für die großen vier. Zum Osttor. Das war doch hier irgendwo. War hier nicht irgendwo eine Schnellreise? Da vorne, genau. Genau. Ach, Witcher. Ich habe ja schon eine Weile lang nicht mehr gespielt. Ich habe so ein bisschen vermisst. So ein ganz kleines bisschen. Aber nicht viel. Wenn du mit dem Boot unterwegs bist, steht die Möglichkeit der Schnellreise offen. Rufe die Karte auf und wähle einen Hafen aus, um direkt an diesen Ort zu reisen. Ich meine, das funktioniert nicht richtig. Ich meine, ich habe das schon mal ausprobiert, irgendwann mal, und es hat nicht richtig funktioniert. Wo ist Eustachius? Er holte mal die Leichen. Ja, tut er. Aber so, hier müsste irgendwo... Ja. Die Feuer im Krematorium brennen Tag und Nacht. Ist das hier oben? Gut. Die Stadt muss gereinigt werden. Mit Stahl und Feuer. Wenn du sie sauber willst, lass mich durch. Ich bin Hexer, ich darf das. Ich darf einfach in fremde Häuser reingehen. Das ist im unteren Stockwerk, oder? Oder ist es im oberen? Ich weiß es nicht. Also hier ist irgendwer, oder? Ist er unter uns, über uns? Über uns. Armer Städter. Als Verkleidungskünstler verdienst du sicher mehr als durch deine Hexerei. Hm? Ja? Oho? Nein. Kommt mir der ja auf. Verbessert das Katzen-Silberschwert. Da hätten wir das ja schon. Wahrscheinlich war draußen einfach nur... Das Katzensymbol markiert. Nun gut, dann wäre das ja erledigt. Dieser hier atmet noch. Ja. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Wie hast du rausgefunden, dass es der Zuschauer war? Ach, die Leute in Novigrad haben echt keine Themen, über die sie sich unterhalten können. Die haben echt stinklangweilige Leben. Ich kann ja mal die Markierung hier wegmachen. So, das nächste wäre hier unten bei Tudiras. Das ist wahrscheinlich das Stahlschwert. Ja, gut, holen wir es kurz. Ne? Aber wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe übrigens darüber nachgedacht, welche Rüstung ich nehme. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht mehr genau, welche Boni welche Rüstung haben. Ach, guck mal einer an, Verschlinger. Ah, es ist ja schön. Aalgule, Verschlinger. Aber die Bärenrüstung hat mir ehrlich gesagt zu wenig Ausdauer. Ja, ich liebe diesen Effekt.
Hier, beruhig dich. Was soll sich beruhigen? Ich wieder angreifen. Ich finde das immer so schön, wenn der eine explodiert und der andere steht direkt daneben. Explodiert dann auch noch. War hier nicht gerade eben noch jemand? Ist der ins Haus? Hat der mich gerade durch die Tür gehauen? Hex! Ich hab's gleich versucht. Aber eben hat's funktioniert. So, schärfen, schleifen. Einfach die Gegenstände aufwerten kurz. Dann haben wir hier noch Leichenfresserblut, Mikrophagenhaut, Mutagene, etc. Okay, so. Laufplätze! Geralt sagt's schon. Ich muss gar nichts dazu sagen. Laufplätze! Ich hab das Bedürfnis, einfach selber was zu sagen. Musst du recht, warum? Das geht mit der Kamera. Hallo? Oh, cool. Jetzt geht's wieder. Ui, eine Höhle. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Hier ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Katzensymbol, oder? Nö. Hm. Eingang. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Einen hat wer direkt vor der Höhle? Phantom der Handelsroute. Einen hat wer direkt vor der Höhle erwischt? Bei Kreve, deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Was für eine Echse? Das Ding, das angegriffen hat. Wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Ja, geht doch einfach. Wer von euch ist Tomi? Was ist passiert? Ist das eine Quest, die ich irgendwann mal angenommen habe? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ach du Scheiße, ey. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen, als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Ja, damit wäre die Frage geklärt. Ob einer von denen Tomil ist, auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, wer Tomil ist. Ich kümmere mich um das Monster, ihr verschwindet. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wövern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Können wir doch einfach. Königlicher Wövern, ich Glückspilz. Quest aktualisiert, Phantom der Handelsroute. Ich bin immer noch ein wenig verwirrt. Weil, naja. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Naja, also. Sieht nach Regen aus. Wirklich, Geralt? Das sieht nach Regen aus? Ich hätte es nicht vermutet. Warte. War das nicht eine Aufträge? Phantom der Handelshufe, Stufe 23. Einst nahm Geralt einen Auftrag von einer Flüchtlingsgruppe an. Ich weiß nicht, ob die armen Gestalten ihm leid taten. Bla 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 bla. Ich
Okay. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich jetzt über die Quest gestolpert bin oder sie irgendwann mal angenommen habe und du meinst gesagt hast, nö, das ist... Wir kennen ja Witcher 3, das tut ja ganz gerne mal so, als ob wir die Quest angenommen hätten, obwohl wir sie nicht angenommen haben. Ach, guck mal an. Ja gut, dann muss ich das ja nicht mehr machen, dann bin ich ja hier fertig. Ich muss das dann ja nicht mehr machen. Gut, dann sollen die Typen da alleine zurechtkommen. Quatsch, was soll's, wenn wir schon mal hier sind. Und ich, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich das angenommen habe. Nein, habe ich nicht. Ich habe das nicht angenommen. Wenn ich das angenommen hätte, dann würde das Questziel Rede mit dem Questgeber stehen, glaube ich. Genau, sprich mit dem Kommandanten hier, sprich mit Bruno, finde heraus, was im kleinen Weg passiert ist. Hier, sprich mit dem Ältesten, sprich mit dem Söldner Hans, sprich mit Brean, sprich mit Kurt Dysart, sprich mit dem redanischen Offizier. Das heißt, ich bin gerade über die Quest gestolpert und es wird wieder so getan, als ob ich sie angenommen hätte. Großartig. Naja, was soll's. Ganz schön dunkel hier. So wie jeder weiß, schlagen Wyvern ihre Nester gerne oben auf. Hätte ich auch drüber springen können, ne? Wir hatten da Feuer gemacht. Hallo? Wer hat denn hier Feuer gemacht? Ja, ich habe gedacht, das wären Kerzen auf dem Boden, aber es sind zerbrochene Vasen. Ach, ich erinnere mich jetzt wieder vage daran, an diesen Ort hier. Ja, das ist so ein Ort, der nie im Spiel verwendet wird. Das ist so ein Ort, der sehr schön ist und offensichtlich irgendwas mit Elfen zu tun hat. Ja, das ist eine Elfenstatue. Aber nie Verwendung findet im Spiel Schwertmeisterstück. Tatsächlich. Also im Hauptspiel. Für die Addons. Ich weiß auch, wofür dieser Ort benutzt werden sollte. Und zwar gab es in Witcher 2 ja einen Elfen, mit dem man sich verbinden konnte, namens Iorvet, der in Witcher 3 aus irgendeinem Grund fehlt. Und gab es aber in den frühen Versionen, also in den frühen Leaks zu Witcher 3. Es gab ja mal diesen riesen Leak zu Witcher 3. Aber war gar nicht so riesig, aber es gab mal einen Leak zu Witcher 3. Da sind Nebenquests und Story-Schnipsel im Internet gelandet. Also als Textdatei. Mit Entwicklerkommentaren und alles mögliche. Und da war die Rede davon, dass Iorvet vorkommen soll und eben auch an einem östlichen Teil der Welt vorkommen soll. Oder das haben sie mal in einem Interview gesagt, dass sie den östlichen Teil der Welt von Nivilen benutzen wollten für Content, den sie dann aus Zeitgründen rausschneiden mussten. Deswegen gibt's hier auch so wenig Inhalte. Es sieht ja auch auf der Karte irgendwie schon... Ja gut, sieht gar nicht so toll aus, aber... Naja.
es ist halt irgendwie ein besonderer Ort, der nicht mal auf der Karte eingezeichnet ist. Das ist halt irgendwie schon komisch. Oder hier oben zum Beispiel. Das haben sie ja mit dem Add-on Hearts of Stone alles erweitert hier, aber vorher, das habe ich schon mal erzählt, ne, früher, gab es hier oben in der Ecke gar nichts. Man konnte da hinreiten, aber da gab es nur leere Häuser. Ich glaube, es gab ein leeres Gutshof oder so. Keine NPCs, nichts. Das war strange. Da hat man schon gemerkt, okay, sie wollten da was hinbauen und sie haben auch das Gebiet gebaut, aber sie haben keine Quests für dieses Gebiet gemacht. Und das haben sie dann mit dem Add-on Hearts of Stone wiederverwendet, dieses Gebiet, und ein bisschen erweitert. Oder sehr viel erweitert. So. Es ist ein Königswivern, ne? Königswivern bedeutet, ich brauche Drakonidenöl, Goldener Pyrol, Kartätsche, Drakonidenöl und Art, falls er wegfliegen will. Kann aber auch genauso gut Igni oder meine Armbrust nutzen. Oder eine Bombe oder sonst was. Also, Drakonidenöl. Überlegenes Bestienöl, überlegenes Gift erhinken. Drakonidenöl. Wo ist es denn? Da, besser das Drakonidenöl. Bombe Kartätsche. Wofür ist die nochmal? Für Gegner den Explosionsraten Schrapnellschaden bewirkt Feuerschaden, verstärkter Effekt, zerstört Monster ist. Ja, okay. Tut mir leid, da musste ich kurz aufstoßen. Und goldener Pyrol, den habe ich schon ausgerüstet. Warum soll ich denn das jetzt lesen? Ja, du kannst aber nicht die. Du bist aber kein Königswivern. Kann dir gar nichts. Ah, ist Geschwisterchen oder Mutti gekommen? Geschwisterchen. Na, bleibst du stehen? Wir haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Ich vermisse die Musik. Was ist da los? Habe ich die ausgemacht? Nein, habe ich nicht. Option. Audio. Komisch. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Ja, Geralt. Mach mal. Wieso kommt es immer wieder? Warte, ich lese das jetzt komisch. Da, ging gar nicht. Drachenschuppen. Was machen die denn da drin? Das ist ja noch ein anderes. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Hey, ich kann es gar nicht lesen. Es kommt immer wieder, aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, Witcher ist mal wieder ein bisschen verbuggt. Kann der mit seinen kleinen Stummelflügeln eigentlich fliegen? Ah, Musik, da bist du wieder. Fliegst du ja weiter. Du wurdest gerade von der Bombe getroffen und dann fliegst du einfach weiter? Au, ich bin selber toll. Ich bin mein eigenes Monster. Bist du stark genug? Habe ich schon mal erwähnt, dass er jetzt eine Stufe über mir war und ich Todesmarsch spiel? Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen.
Von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Ja, ciao. Jetzt wollte ich nur gucken, wie groß der ist. Wyvernhaut, Drachenschuppen, Monsterleber, Wyvernei, Wyvernmodell, Bannfluch, Schädel, Wyvern-Trophäe. Kann der mal aufhören damit? Das Monstrum? Kann ich das irgendwie lesen, dieses blöde Buch? Das nervt mich. Ich weiß, es ist eigentlich komplett irrational, dass mich sowas nervt, aber... Wo ist es denn? Müsste ja ganz unten sein, oder? Ich habe das schon so oft gefunden, dieses dumme Buch. Eigentlich kann ich sie verkaufen. Kann man Bücher verkaufen? Du hast es schon gelesen. Ist es das Labonat-Ding? Es war braun, oder? Das ist nicht diese Farbe hier. Die wilde Jagd. Gott, wie habe ich das schon 7-mal gefunden? Das ältere Blut schon 3-mal. Oder war es das hier? Nein. Das Necronomicon. Ich finde es gerade nicht. Hol dir deine Belohnung. Von wem denn? Wo denn? Womit denn? Naja. Plötze! Komm her, du alle Stude! Ach doch, ich muss sie angenommen haben. Ich muss sie angenommen haben. Das ist nämlich das Dorf mit dem Wahrsager. Kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Naja. Sei gegrüßt. Ich habe eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Ja. Nimm dies. Danke. Mach's gut. Das ist der Grund, warum das Monstrum ist. Da ist ein Hexer. Die Beschreibung eines Hexers Band 1. Ich drücke immer R3 zum Lesen. Ich drücke mal Lesen. Ich drücke Lesen. Aber es passiert nichts. Was ist denn da? Irgendwas, das wegrennt. Kommt. Das ist doch nur ein Hund. Ein Hund, der mich zu seiner Meute führt. Haha! Da falle ich nicht drauf rein. Folgt er mir? Oh, ist ja niedlich. Ich habe einen Begleiter. Mach doch nicht. Schade. Naja. Langsam. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das lässt mir jetzt einfach keine Ruhe. Bücher. Ist das hier bei Questdingern? Nein. Ist es hier? Das hier. Brief des Hexers. Erhörprotokoll. Das hier. Labornotizen. Ich bin ja schon mal durchgegangen.
da. Das Monstrum, als da ist, eine Beschreibung des Hexers, Band 1. Hm. Hier bin ich zufällig ein Händler in der Nähe, oder? Nee. Winkelheim hat keinen Händler. Das ist der Grund, warum ich nicht gerne Quests anfange und dann später irgendwann mache. Weil ich mich dann nicht mehr daran erinnern kann, was passiert ist. Andererseits mache ich die auch nicht mehr. Das ist ja gut. Aus einem fernen Land. Da weiß ich noch, was passiert ist. Wir sind nämlich in Skellige auf eine Insel gestoßen. Da war ein Gestrandeter, der hat irgendwas erzählt. Beziehungsweise ein Tagebuch gelesen. Genau, auf einer kleinen Insel in Skellige fand Geralt das Tagebuch von Flüchtlingen aus einem fernen Land. Das Schiff war gesunken, das Schicksal der Passagiere war ungewiss. Geralt hoffte, dass wenigstens ein paar überlebt hatten, damit er ihnen einst das Tagebuch würde überreichen können. Es gibt nämlich noch ein zweites Schiff, von dem wir nicht wissen, was passiert ist. Wir wissen aber, wo es hinsegeln wollte, und zwar zum Pontar. Also suchen wir jetzt den Pontar ab. Los, los! Beziehungsweise das Pontar Delta. Das war ab. Ey, guck mal, da ist der Wolf wieder. Auf der Karte. Da oben aus einem fernen Land. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz das Pontar Delta, das wäre hier unten. Da. Aber doch, passt schon. Nach Osten, genau. Osten. Von Osten war die Rede. Durch den Krieg sind unzählige Flüchtlinge gezwungen, nach Temerien zu fliehen. Da der Pontar gesperrt ist, haben sich viele von ihnen in Dörfern wie Ursin niedergelassen, die sich in der Nähe von Flussübergängen befinden. Untersuche die Geschichte von Professor Moreau, um dich Mutationen so zu zählen und neue Kräfte zu erwerben. Hä? Wieso kommt das jetzt schon? Ich habe Blatt und Bein nicht mal gestartet. Voll der Spoiler. Was ist das hier? Dann Hale! Hilfe! Was? Du sehen Manwort, Frau und Plätin? Von weit, anders sprechen, anders kleiden. Ob ich eine fremde Frau gesehen habe? Mit einem Plätin? Ja, das! Fremde Frau! Von weit weg! Warum suchst du sie? Sie böse! Laufen weg vor Strafe! Nur böse! Unglück bringen! Sie hier! Frau und Plätin! Hier böse und Unglück bringen! Dafür, dass du aus einem fremden Land kommst, sieht er aus wie aus Wählen. Nein, ich habe niemanden gesehen. Ist nicht mal gelogen. So jemanden habe ich nicht gesehen. Muss sie finden. Fremde Frau mit Plätin. Ich gebe Gold. Hat er sich hier niedergelassen? Im Haus des Bauern. Nee, nicht. Wir wissen ja. Es sind Thronräuber? Warte mal, ich hab doch das Tagebuch. Ich muss doch nochmal nachlesen. Ich habe irgendwo ein Tagebuch. Oh ja, wie ist eigentlich das Schwert? Bannfluch. Ah, es hat bessere Stats. Aber der Schadenswert ist wieder mal. Naja, bescheiden. Und wie sieht's mit den Schuhen hier aus? Könnten repariert werden, dann wären sie besser. Ja. Doch. Ach ja, genau, was ich sagen wollte am Anfang. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich werde nicht Bärenrüstung nutzen, weil es schwere Rüstung ist. Weil man durch schwere Rüstung weniger Ausdauer hat. Und ich habe doch schon ganz gerne Ausdauer, einfach nur wegen dem Wirbeln und wegen den Zeichen und so weiter. Ich weiß aber noch nicht, auf welches Rüstungsset ich mich spezialisieren soll am Ende. Es gibt ja 5 oder 6. Es gibt ja Greifen, Katze, Bären und Wolf. Das Wolfsding haben sie mit dem Update hinzugebracht. Und dann gibt es im Add-on noch ein paar. Und Greif und Wolf sind mittel und Katze ist leicht. Ich glaube, mit Katze hat man einfach mehr Ausdauer, glaube ich. Ich weiß die Boni nicht mehr.
So, Tagebuch. Tagebuch. Was ist denn unverschickter Brief? Was ist das? Nein. Geheimnisvolle Notizen? Nein. Geleitbrief? Nein. Brief an Caleb Menge? Nein. Notizen von Bolton Dubis? Nein. Parfümierten Brief. Das ist von Yennefer. Unverschickter Brief. Nee. Wie sieht's hier eigentlich aus? 16 wählen, 4 ins Gellige. Eine Karte, die ich noch nicht habe. Also eine neue Karte, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnlichen Fertigkeiten gewonnen werden können. Eine. Also eine Karte fehlt mir noch. Dann habe ich alle. Der Rest wäre dann Karten, die ich schon habe, aber Duplikate davon. Logbuch des Kapitäns, ne? Genau, die fremde Königsfamilie, die er eskortiert. Von dem Augenblick, als wir Wahl verlassen haben, gab es nichts als Schwierigkeiten. Blablabla, das seltsame Verhalten der fremden Königsfamilie hilft auch nicht weiter. Ne. Ich hätte wissen müssen, dass es Probleme gibt, als der Führer erzählte, dass diese Königlichen vor einem Staatsstreich fliehen müssten, durch den sie von ihrem Thron auf ihrer Heimatinsel vertrieben worden waren. Ich höre, wie die Frau in dieser seltsamen Sprache mit ihrem Kind spricht. Das Bettin wahrscheinlich. Sie spuckt Worte aus, voller Hass und Verachtung, sodass ich ihre genaue Bedeutung nicht erraten muss. Sie scheint den Thronräuber zu verfluchen. Sie sucht ohne Unterbrechung den Horizont ab. Die Furcht steht ihr ins Gesicht geschrieben. Genau, das war es nämlich. Genau, es sind schon 5 Wochen vergangen, seit ich diesen Prinz Valgridvoht aus einem fernen Land angeheuert wurde, um seine Familie sicher nach Beauclair zu geleiten. Zuerst lege ich einen Verdacht, aber nun mich sicher unser Schiff wird verfolgt. Da. Wenn ihr jemand die Worte Vitok Latrut Alamehor Huir vorliest, weiß sie, was zu tun ist. Hoffentlich hat sie überlebt. Bis zum Glück segeln sie und das Kind auf einem anderen Schiff. Genau so war das nämlich. Es gab einen Staatsstreich in irgendeinem fernen Land. Und sie sind die letzten. Also der Prinz und eine Frau haben überlebt. Haben natürlich Anspruch auf den Thron und müssen deswegen. Ja. Natürlich auch getötet werden vom Thronräuber. Und hier irgendwo müsste das gelandet sein, das andere Schiff.